Siehst du? Wenn du so einen Looping machst, kannst du den Tentakeln ausweichen. Und vergiss nicht, Roboctopus hat eine Menge Arme. Aber Schwänze sind auch nützlich. Danke, Leute. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Schwanz. Es ist vorbei, Roboctopus. Dem Meister der Tiefe entkommst du nicht. Ja, Deku hat es geschafft. Zumindest hoffe ich, dass er das hat. Ich kann ihn nicht sehen. Ja! Warten Sie auf mich, Meister. Nächstes Mal kriege ich euch wieder, mein Lagegeister. Nacht Ninja wird das Hauptquartier gegen uns einsetzen. Du hilfst mir? Danke, kleiner Ninjalino. Ich hätte dir vorhin doch helfen sollen. Man sollte immer helfen, wenn jemand ein Problem hat. Entschuldige. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Nun, wenn ihr wollt, dass ich euch alle freilasse, dann sagt mir, wie ich in euer Hauptquartier gelange. Was? Niemals! Was? Du hast dich befreit? So ist es, Nachtninja. Und du wirst nie das Hauptquartier kapern. Nicht, wenn Catboy dich aufhält. Oh, du warst es, der die Pyjama-Miezekatze freigelassen hat. So war's doch. Super Katzensprung. Du bist dran. Ninjalinos. Ich werde sie wohl ganz allein aufhalten müssen. Klebeklatscher, Klebeklatscher, Klebeklatscher! Vorsicht! Mann, hör auf, ihm zu helfen, du Ninjalino-Witzling! Super Katzentempo! Geschafft! Das ist nicht fair. Nicht fair. Ihr Pyjama-Helden zerstört immer meine Pläne. Catboy, was tust du da? Helfen. Ein Held hilft jedem, sogar Nachtninja. Oh ja, du hast wohl recht, klitzekleiner Ninjalino. Ich sollte Danke sagen. Na los, Ninjalinos. Ich hätte mich nicht täuschen lassen sollen. Tut mir leid. Es ist Luna, der es leid tun sollte. Von Freundschaften. Nicht wahr, Luna? Los, in die Erdumlaufbahn, Jungs! Luna, anschnallen! Okay, okay, zerrauf dir nicht gleich die Federn! Mach schon, Magnet! Hilfe!
holen. Ja, sie war gemein, aber es ist höchste Zeit, ein Held zu sein. Was ist das für ein Licht? Ein Asteroidensturm? Warte, Eulette! Schon okay, du bist in Sicherheit. Du bist gekommen, um mich zu retten? Ich lass dich nicht hier draußen. Pass auf! Catboy, Gecko, wir kommen nicht durch. Ich gehe da jetzt raus. Ich komme mit dir. Super Katzensprung! Ja! Super Gecko-Schilde! Wuhu! Ja! Hä? Ich könnte alle Kräfte verlieren und nichts würde zurückbleiben? Und das für immer? Ich verliere lieber meine Kräfte als meine Freunde. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Au! So lässt es sich leben. Ihr habt einen Fleck übersehen. Ich komme zu Ihnen, Meister. Kristall, entschuldige den Energieentzug. Hier, nimm sie zurück und gib sie meinen Freunden. Sie brauchen sie dringender als ich. Was passiert mit mir? Meine Kräfte, sie verschwinden. Meine Freunde brauchen mich immer noch. Was? Ich werde sie einfangen. Super Eidechsengriff! Eulenflügel weg! Nein! Los, kommt! Vielleicht klappt's beim nächsten Mal, Romeo. Oh, ich zeige es noch, PJ Masks! Oh. Schaffen. Aber Romeo wird gleich den Mond zerstören. Also? Sie hat leider recht. Wir können das nicht allein verhindern. Was sagst du dazu? Ich kann ihn nicht länger halten. Gib mir den Kristall. Okay, höchste Zeit für dich, ein Held zu sein. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich versprech's. Und du gibst ihn zurück, sobald wir fertig sind. Ja, ja, ich versprech's. Denn du kriegst dich nicht, Romeo!
her. Ich hole euch mit meinem Superkatzentempo ein. Super Kalkomobiltorno. Aha, der kleinste Pyjama-Plagegeist. Du darfst den Schulbus nicht klauen, Nacht-Ninja. Wie sollen die Kinder denn nach Hause kommen? Wen interessiert das? Ihr Pyjama-Helden schnappt mich immer mit euren fiesen Fahrzeugen. Aber jetzt habe ich mein eigenes. Und es wird das schnellste, coolste und stärkste Fahrzeug überhaupt. So schnell wie das Gecko-Mobil wird es nie sein. Oh, es ist viel besser als das schleimige grüne Ding, in dem du dauernd rumschlängelst. Niemals! Kann es denn an einer Wand kleben bleiben? Tarnung aus! Wahrscheinlich nicht. Aber an Wänden zu kleben ist doch doof. Vor allem, wenn es mit Klebeklatschern festgeklebt worden ist. Du mieser Ninja! Ninjalinos, nur ich darf böse lachen. Siehst du, Eidechsenfuß? Du und dein popliges Gecko-Mobil, ihr könnt mich nicht aufhalten. Gecko! Alles okay? Warum bist du einfach ganz allein abgehauen? Wenn du in Schwierigkeiten bist, können wir dich nicht beschützen. Ich brauche keine Beschützer. Ich bin selbst groß und stark genug. Hey! Gecko, warte! Ich mach das! Superkatzenstreifen! Oh, es nützt nichts. Er bewegt sich zu viel. Oh, ich wollte doch nur, dass Lionel mich mag. Und nicht Monkey Goo. Noch etwas. Wenn der Zauber verfliegt, stürzt er ab! Wir müssen ihn sofort retten! Gut, er kann spielen, mit wem immer er will. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Komm schon, Monkey Goo, ich halte dich fest! Monkey Goo fliegt? Los geht's! Monkey Goo, zeig ihm deine magische Banane! Klasse! Jetzt mach Tricks damit! Es beruhigt ihn! Noch mehr Bananen! Toll! Zeit für Katzenstreifen! Jetzt Super Gecko-Muskeln! Komm schon! Schon. Es funktioniert! Fast geschafft! Oh nein! Der Zauber lässt nach! Eulette, schnell! Bereit, Monkey Goo? Springen wir! Gecko und Monkey Goo haben's geschafft! Willst du damit etwa sagen, ich wäre kein echter Held? Das gefällt mir nicht, das gefällt mir überhaupt nicht! Was machst du? Ich werde euch zeigen, dass ich es drauf habe, indem ich euch einfach alle besiege! Was du da sagst, würde normalerweise nur ein Schurke sagen. Langsam, Gecko, er ist nur ein großes Kind. Er weiß nicht, was er tut. Noch nicht. Wir müssen ihn sofort aufhalten. Ich lass mich von ihm jagen. Und Gecko, kannst du ihn dazu bringen, nicht mehr zu rollen? Eulette, du fängst ihn mit deinen Eulenfedern. Vielleicht können wir ihn ja wieder zur Vernunft bringen. Hey, Gürteltil, fang mich, wenn du kannst. Ich krieg dich, verlass dich drauf. Drüben.
Schnecke! Ich dachte, du wolltest uns zeigen, was du drauf hast. Wirst schon sehen! Da wäre ich an deiner Stelle nicht so sicher. Super Gecko Muskeln! Jetzt übernehme ich Eulenfedern! Wir haben ihn! Gut gemacht, Leute! Wow, er ist super stark, hat einen Schutzpanzer und er kann Tunnel graben. Von wegen, ich wäre nicht gut genug. Bald werde ich der einzige Held in der Stadt sein. Ein Schmetterling. Wahrscheinlich ist der Luna Girl entwischt. Vielleicht schaffen wir es, dass er uns folgt. Hey, Schmetterling. Willst du mit mir fliegen? Komm, ich bring dich heim. Tolle Farben, kleiner Schmetterling. Welche von meinen Farben gefallen dir? Diese hier oder diese hier? Das dauert alles zu lang. Was wir brauchen, ist Superkatzentempo. Der Schmetterling ist... Hab dich! Was? Das ist echt grob von dir, Catboy. Lass ihn raus. Er fühlt sich da drin nicht wohl. Aber so kriegen wir ihn am leichtesten heim. Und da sind noch mehr einzufangen. Schaut! Okay, jetzt versuchen wir, denen zu helfen. Komm schon. Flieg hierher. Ja, kommt. Mögt ihr rot oder grün, blau oder von allem was? Super Katzentempo. Einer und zwei. Drei. Bei meinen Katzenschnurrhaaren, ich werde gut. Catboy, kannst du nicht sanft sein? Die Schmetterlinge fühlen sich erbärmlich. Ich will ihnen doch nur helfen. Also, wo ist Luna Girl mit den anderen? Hey, seht! Sind das nicht ihre Motten? Fliegt weg, ich brauche euch nicht mehr. Komm, PJ Masks, los geht's! Die Schmetterlinge als meine neuen Handlanger aus. Ja, ihr werdet nirgendwo hinfliegen, meine hübschen Schmetterlinge. Nicht so schnell, Luna Girl. Die Pyjama-Helden sind gekommen, um die Schmetterlinge zurückzuholen. Ich dachte, er wäre zu mächtig. Aber ihr PJs habt zusammengearbeitet. Und ich? Du hast mit uns gearbeitet. Das ist es. Wir sind wie die vielen kleinen Äste. Und zusammen sind wir ein starker Baum. Zusammen sind wir stark. Vielleicht ist es das, was für die letzte Aufgabe nötig ist. Versuchen wir es! Super Katzen streichen! Ja. Super Gecko Muskeln! Es steht noch mehr auf dem Käfig geschrieben, aber ich kann es nicht erkennen. Alles klar! Eulenaugen! Das sind Musiknoten! Sing sie mir vor, ich spiele sie nach. Da, 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 da. Das waren wir alle. Jetzt müssen wir den Sturm einfangen. Es funktioniert nicht. Passt auf! Oh! Bei meinen Katzenschnurrhaaren! Festhalten! Lebenlang wurde mir beigebracht, sei stark. Jetzt erkenne ich, Hilfe anzunehmen ist das Zeichen einer starken Drachenmeisterin. Oder einer großen Heldin. Ha, sieht so aus, als wäre eine kostbare Pagode verwüstet worden. Dauert nicht lange, das aufzuräumen. Fangen wir an mit... dir! Sturmi, Stabi. Ich mich bitte.
hatte PJ helfen gesagt. Es ist zu spät. Es sei denn... Ja, Mutsuki will Hilfe von PJs. Wenn ihr uns helft, helfen wir euch auch. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Kannst du denn dem Magneten die Kraft wieder aussaugen? Nur wenn er in der Nähe ist. Wissen alle, was zu tun ist? Super Gecko Tarnung! Hey! Gib mir meinen Magneten! Hey, Patzeball! Hallo! Super Katzentempo! Hey, Shrimpy! Lass meine Schwester in Ruhe! Komm schon! Hab wieder Kraft! Ja! Und jetzt ist er nur noch Lunas normaler Mondmagnet. Mit dem kommen wir immer zurecht. Wem sagst du das? Haha, jetzt bist du nicht mehr so groß und gruselig. Wow! Du bist echt gemein! Die Mondmädchen haben sie aber gezeigt. Na gut, mit etwas Hilfe von unseren PJ-Freunden. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Hab ich einen Trick für ihn auf Lager. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Dann habt ihr eben euer blödes Hauptquartier gerettet. Was soll's? Aber ich bin hier noch nicht fertig. Versteckt euch ruhig hinter eurem Zaun. Mit meinen Superklebeklatschern werdet ihr darin festsitzen. Und das für immer. Oh, oh. Komm schon. Supergecko-Tarnung. Superkatzensprung. Superkatzentempo. Ninjas, wer steckt jetzt in der Patsche? Hä? Hey, du! Du übergroßer Ameisenbär! Du meinst wohl Gürteltier! Ja! 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 Ah! Ah! Ninjalinos, Hilfe! Gut gemacht, Jungs. Befreien wir sie von den Klebeklatschern, dann können sie die Statue nach Hause bringen. Oder? Wir lassen sie noch ein bisschen zappeln, damit sie über ihre hinterhältigen Taten nachdenken können. Währenddessen bringen wir die Comics dorthin zurück, wo sie hingehören. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Dank der unglaublichen Hilfe von Gürteltil! Ups! Der Raketenrucksack ist echt schwer zu machen. Wow. Ha! Endlich habe ich meinen Raketenrucksack. Nun kann ich die Weltherrschaft übernehmen. Okay, soll ich mit dem Himmelfaschenheimer anfangen? Oder dem Machotronic? Oh, stimmt, ich wollte den Schneefopuff nehmen. Ich bin überwältigend. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich habe eine Idee. Im Ernst, Catboy? Du willst es nochmal mit dem Sprungdoser versuchen? Nein, ich weiß, ich kann damit nicht so gut hüpfen wie Gecko. Also höchste Zeit, ein Held zu sein und ihn an die Reihe zu lassen. Cooles Chamäleon! Spring rauf, Catboy! Gemeinsam sind wir stärker! Dann los!
Und jetzt suche ich den perfekten Kamin, um alles voll zu stinken. Hey, Romeo! Eine Katze und eine Eidechse auf meinem Sprungdoser. Das kann ja heiter werden. Ach ja? Schau dir Gecko an. Wow, was? Auf einmal habt ihr es drauf? Das ist meiner. Es funktioniert. Wo seid ihr? Jetzt bin ich dran. Gebt ihn zurück. Tja, also dann. Dann hol ihn dir zurück. Jetzt, Catboy. Hey, lass mich los. Hör auf, du Plagegeist. Jetzt, Eulet. Tolle Sprungtechnik. Das ist kein Donner. Das ist Gürteltil, der zum Gipfel raufrollt. Oh oh, Anju mag es nicht, wenn Leute bei ihr unangemeldet auftauchen. Dann sollten wir besser rauf, bevor noch was passiert. Was für eine Art Fels kann den Berg hinaufrollen? Wer bist du? Das Gleiche wollte ich dich fragen. Was machst du auf meinem Berg, Eindringling? Das soll dein Berg sein? Ah, das glaube ich nicht. Jetzt geh mir aus dem Weg. Nicht bevor du mir gesagt hast, wieso du hier bist. Ich bin hier, um meinen Freunden zu helfen, einen Drachenmenschen zu besiegen. Warte, das bist du, oder? Du bist die Schurkin des Berges. Ich bin keine Schurkin. Ich bin die Beschützerin dieses Ortes und du dringst hier ein. Du legst dich mit dem falschen Helden an, Drachenfräulein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Was hast du gesagt? Hey, niemand entkommt meinem Donnerstab! Das ist also der Stab, den die PJs brauchen, um dich zu besiegen. Ha, das war leicht. Wer du auch bist, diesmal hattest du Glück. Aber beim nächsten Mal nicht mehr. PJs, ich bin hier und ich habe den Stab von dem Schurkenmädchen. Na sowas, wenn das nicht der Gürteltrottel ist. Hey, was soll das hier werden? Du bist geradewegs in meine Falle getappt. Was? Die Nachricht war nicht von den PJs, sondern von mir. Und du bist drauf reingefallen. Oh. Den da nehme ich jetzt. Kleiner. Oh, no. Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Schon bald sind die PJ-Tugendbeutel für immer fort und ich werde die Weltherrschaft übernehmen. Es funktioniert. Romeo glaubt, er hätte alles unter Kontrolle. Dann ist es höchste Zeit, Helden zu sein. Super Gecko Muskel! Komm schon! Ja! Was? Eulenflügelwind! Wow! Oh. 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 Super Katzenstreifen! Das Spiel ist aus, Romeo. Die PJs haben dich reingelegt. Gecko, wir haben Romeos Kontrollschalter. Nein! Oh. Roboter, schnappt euch jetzt! Du bist frei, PJ Robo! Jetzt lass uns Catboy und Eulette befreien! Ha, ihr habt keine Chance! Was hast du gesagt? Bis dann! Haltet sie auf! Ich halte sie auf. Nein! Schön, wieder da zu sein. Und es ist toll, dich wieder hier zu haben, PJ Robo. Du
musst uns nicht für deine Rettung danken. Wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir dachten, du hättest alles vermasselt. Niemals. Du bist unser fantastischer PJ Robo. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Wir müssen den Mondstrahl abschalten. Wenn wir das Teleskop bewegen, könnte es kaputt gehen. Moment, siehst du den Mondmagneten? Er kontrolliert den Stahl. Er hat Gecko erwischt. Ich kann mich nicht länger festhalten. Hört auf, mich zu kitzeln. Super Katzen-Tempo. Hör auf, Gecko. Freu dich nicht zu früh, Luna Girl. Komm und hol mich. Aber achte darauf, dass du nichts kaputt machst. Super-Eulenfedern! Hey, das ist unfair! Ja. Oh. Wenn ich das Teleskop nicht haben kann, soll es niemand haben. Morten, zerstört es! Nein, rührt ja nicht das Teleskop an! Eulenflügelwind! Ah, weg mit euch, ihr blöden Flatterfalter! Dem Teleskop irgendwas passiert. Super Federn-Schild. Gut abgewehrt, Gecko. Klasse gemacht mit den Federn, Eulette. Ja. Ja. Wow, der Mond sieht so nah aus. Aber wo ist Luna Girl? Ich wette, dass sie das nicht nochmal versucht. Jungs. Tut mir leid, dass ich euch wegen des Teleskops angeschwindelt habe. Ach, wir machen alle mal einen Fehler. Ich nicht. Hä? Diese Eiszapfenköpfe zerstören meine wundervolle Bahn. Jetzt gerade nur noch in einer Richtung. Ha, ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt. Super Eidechsengriff! Hm. Hallo, Romeo! Mit meinem Super Eidechsengriff bin ich besser auf dem Eis als du! Quatsch! Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen! Von mir! Also ist es unmöglich, das mini-hirnige Muttersöhnchen es besiegen! Das wollen wir erst mal sehen. Los, Gecko! Mich kriegst du nie. Super Gecko Muskel! Oh! Nein! Hab dich, Romeo. Oh ja! Juhu. Gute Arbeit, Gecko. Der Plan war katzenstark. Ja, es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben. Nein, das ist meine Schuld. Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen. Oh. Oh, wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist. Ihr peinlichen Pyjama-Helden! Ihr müsst mir immer meinen Spaß verderben! Das ist meine Siege, euch, PJ Masks! Ja? Hey, langsam! Lass mich dich fahren! Gleich habe ich dich. Komm schon, halt still! Hey! Super Eidechsengriff! Erwischt! Beim
Einbruch ins Museum. Wir brechen nicht ein, wir sind... Was für eine klebrige Lage. Gürteltilt, stopp! Eine Klebefalle. Das Gute daran ist, er kann keinen Schaden mehr anrichten. Ach ja? Ninjalinos, bereitet das Gürteltier aufs Rollen und Kegeln vor! Vergiss das mit dem Actionhelden Gürteltilt. Du wirst ein Comedy-Star. Ich freue mich schon darauf, mir das immer und immer wieder anzusehen und mich dabei kaputt zu lachen, wie bescheuert du bist. Oh, du magst es nicht, ausgelacht zu werden? Action! Urkomisch. Ninjalinos, Take 2. Super Gecko Muskel! Hey, Octobella! Ich will, dass du mir zeigst, wie man den benutzt. Schau, was du angestellt hast! Du lächerlicher Grüner! Du hast angefangen! Hättest du mich einfach gemein zu dir sein lassen, wäre alles gut gewesen. Gackernder Gecko! Ich hab die Nase voll! Ich muss wieder ein Held werden. Ich werde ihn für uns beide einsetzen. Ich rette damit meine Freunde und dich rette ich auch. Das tust du doch auf keinen Fall. Und wie? Ich bin ein PJ Mask und tue, was richtig ist. Nichts kann daran etwas ändern. Nicht mal du. Oh, ich werde von einer Eidechse gerettet. Naja, besser als im Weltall rumzuschweben. Pass auf, halt ihn genau so. Dann schau auf die Blase, die du bewegen willst. Konzentrier dich. Spür die Kraft. Wow. Leg einen Finger auf den Stein. Beweg ihn in die Richtung, wo die Blase hin soll. Ah! Doch nicht kopfüber. Entschuldige. Super Eidechsengriff. Und los geht's. Raus. Sehr gut gemacht, Gecko. Welcher Schurke könnte das anrichten? Das wären dann wir. Entschuldigung. Wir hatten einen Supermuskelwettbewerb. Wirklich? Wer hat gewonnen? Ich. Fragen stellen wir später. Als erstes müssen wir PJ Robo retten. Wow, es dreht sich so schnell. Bring ihn das Reptil. Wir müssen rausfinden, wie wir es stoppen können. Hey, der Gedankenstein. Der was? Er verlangsamt die Dinge. Klingt perfekt. Was machen wir? Ihn werfen? Nein! Man berührt ihn und konzentriert sich. Nein, er funktioniert nur bei kleinen Dingen. Bei etwas so großem wurde er noch nie ausprobiert. Was, wenn wir uns alle gemeinsam konzentrieren? Es ist der einzige Weg, um PJ Robo zu retten. Gecko hat recht. Schnell, alle zusammen. Atmet tief. Beruhigt den Geist. Konzentriert euch. Langsam. Es funktioniert nicht. Einer von uns konzentriert sich nicht. Oh, Entschuldigung. Ich dachte an ein Truthahn-Sandwich mit vielen Gewürzgürkchen. Konzentrier dich, Gürteltier. Es wird höchste Zeit, ein Held zu sein. Langsam. Schnell, der Stein zerbricht. Das Hauptquartier ist zu groß. Es verbraucht all seine Kraft. Komm schon! Ja, super Muskelkraft! Super Eidechsengriff!
zu fliegen. Catboy, du hilfst PJ Robo. Gecko, wir kümmern uns um Romeo. Endlich! Wir sind bereit! Doppelturbo-Superschleim-Modus! Start in 3, 2... Nicht, solange ich da bin! Hey! Die PJ Masks! Während ich ihn ablenke, gehst du zum Schaltpult. Hey! Fang mich doch! Sofort auf damit! Zeit, mit deiner metallsaugenden Düsenmaschine etwas Sinnvolles zu tun. Metallsaugende Düsenmaschine? Oh, oh. Ha! Es funktioniert! Gecko, jetzt helfen wir Catboy und PJ Robo. Ich bin jetzt böse. Lass mich runter. Wow. Ihr wusstet
noch alle Superheldentricks, die ich euch gezeigt habe. Meine Helden. Superhelden! Ich will mit der Maschine spielen! Nein, nicht anfassen! Böser Roboter! Böser Roboter! Ah! Lange Geschichte, aber zuerst, wer seid ihr? Catboy, soweit ich mich erinnere. Und Eulette. Das war nicht das letzte Mal, dass ich mich gesehen habe, PJ Masks. Wartet auf mich, Meister. Seid ihr hier, um euch meine Anti-Schwerkraftmaschine anzusehen? Anti-Schwerkraftmaschine? Ganz recht. Alles, was von dieser Maschine getroffen wird, wird leichter und leichter, bis es wegschwebt. Schaut so! Alle guten Dinge sind drei! Schon bald stehe nur noch ich auf dem Boden und dann übernehme ich die Weltherrschaft! Damit kommst du niemals durch! Ach ja? Ich habe bereits euer Hauptquartier getroffen. Und wisst ihr was? Ihr seid als nächstes dran! Ja. Wir müssen in Deckung gehen! Schnell! Gecko, Achtung! Superkatzentempo! Okay, Gecko, folgender Plan. Während Eulette und ich Romeo ablenken, schnappst du dir seine Maschine. Was? Aber ich kann weder springen noch fliegen. Und was, wenn ich es könnte? Vielleicht kann ich das Hauptquartier retten, wenn ich fliegen lerne. Wow! Ich komme! Gleich heb ich hoch in die Luft ab! Gecko, was machst du da? Versuchst wohl zu fliegen, hä? Komm, lass dir von einem Genie helfen! Oh! Hab ich gern! Du hast nur meine Flügel erwischt! Wow! Ich kann wirklich fliegen! Oh, aber nicht in die Richtung, in die ich will! Leute! Los, Eulette! Haltet euch, Gecko! Ich komme! Danke, Eulette! Kein Problem. Aber Fliegen ist nicht die einzige Lösung. Warum benutzt du nicht deine Tarnung? Meine Tarnung? Wirklich? Es gibt viele Möglichkeiten, ein Problem zu... Wow! Was ist hier bitte los? Bitte! Zwei starke Jungs zusammen. Könnte wirklich cool werden. Willst du wissen, was echte Freunde sind? Ich weiß. Naja, dass sie nicht dauernd das tun, was ich sage. Ganz genau. Aber sie helfen dir, gegen einen superbösen Roboter zu kämpfen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Ja. Bereit, Gürteltee? Mit Vergnügen, PJ-Kumpel. Übernehme die Weltherrschaft. Wer hätte gedacht, dass die Weltherrschaft zu übernehmen nervig sein kann? Na sowas. Übernehme die Weltherrschaft. Ja. Also das war leicht. Pass auf! Hä? Au! Geht's dir gut, Großer? Tja, wie gesagt, so ein Gürteltierpanzer ist ganz schön praktisch. Ja! Übernehme Weltherrschaft. Au! Nicht so leicht, wie es aussieht, ha? Willkommen in meiner Welt. Wo bin ich? Wie viel Uhr ist es? Du brauchst vielleicht einen Helfer, Romeo. Aber ich hab meine PJ-Kumpel. Wird's halt so verschwinden. Superkatzenstreifen! Bist du mein Freund? So, so. Darauf falle ich nicht noch mal rein. Übernehme die Weltherrschaft. Sei still, du Schrottkübel. Noch ein wunderbar guter Plan durch Roboterunfähigkeit ruiniert. Dann ist also alles wieder gut. Oder, PJ-Freunde? Kleiner Kumpel?
Komm her, großer Kumpel. Ha, mehr hast du nicht drauf? Ich kann noch viel fester umarmen. Das ist aber zu fest. Tja, PJs, ich rolle besser in die Nacht. Wir sehen uns. Werden, es ist okay, wenn du etwas, Raum brauchst. Freunde können nützlich sein, besonders wenn Schurken in der Nähe sind. Ja, passt zusammen. Würde auch gut passen, wenn wir jetzt hier rausfinden. Wie? Wir sind alle gefangen. Es sei denn... Was? Sag schon, Newton. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir schaffen das. Los, los. Schneller, schneller. Hinterhältig. Was? Wir haben nur eine Chance. Macht euch bereit. Passt auf. Leute, jetzt geht's los. Wow. Nicht vorbei, Luna! Sternenschilde! Du hast auch Schilde? Mega cool! Super Katzen-Tempo! Hm? Eulenflügel weg! Ah! Da! Ihr peinlichen PJs! Ich komme wieder! Danke, Newton! Puh, geschafft! Das kannst du laut sagen, Newton! PJ Robo, Newton braucht Raum. Schon okay, Catboy. Ich brauche auch Freunde. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Tut mir leid, dass ich's vermasselt hab. Ich hätte wirklich alle Umzugswagen beschützen sollen. Und eben nicht nur meinen grinsenden Gecko. Das ist der Geist des Karnevals. Dann sollten wir jetzt den Umzug retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Aber wie? Du klebst an einem grinsenden Gecko. Juhu. Hör auf damit, du bist ein Pirat. Er ist zwar voller Klebeklatscher, aber ich weiß, wie er funktioniert. Eulet, drück mit deinen Super-Eulenfedern auf den Knopf. Dadurch löst sich die Zunge und ich bin wieder frei. Aber Romeo hat die Kontrolle. Er wird sie wieder befestigen. Zieh mit deinen Federn auf die Antenne an seiner Brille, dann kann er nichts mehr kontrollieren. Super Eulenfedern! Oh! Hey, du hast meine Antenne verbunden! Ich bin frei! Verschwind mir von hier! Nein, die wichtigen Dinge zuerst. Und damit meine ich dich, Catboy. Super Gekrobotgeld! Jetzt holen wir uns alle Geräte und dann nehmen wir es mit diesen Piraten-Ninjas auf. Seid auf der Hut, Landratten-PJs! Eulenflügel! Juhu! Halte das Ninja-Piratenschiff auf! Genügt. Ich mache ihn zu einem Roboter und beherrsche die Welt. Nein, vergiss es. Das ist mein Piratenschiff. Wieso halten wir an? Eine rote Ampel? Ist das dein Ernst? Natürlich kann ich sie regeln. Grün heißt gehen, rot heißt stehen. Und schon sind wir gefangen. Haben wir euch. Aber die Ampel... Woher wusstet ihr, dass sie genau dann rot wird? Weil PJ Robo die Ampeln der Stadt kontrolliert. Ich wurde von einer Verkehrsampel besiegt. Husch, husch. Gut gemacht, Martin. Catboy, Eulet, eine Motte hat das Tor blockiert. Es schließt nicht mehr. Bewach das Tor, bis ich es zubekomme. Nicht so schnell, Luna Girl. Comic-Heftchen, Pyjama-Plagegeister. Wenn ihr nicht wollt, dass ihm etwas passiert, haltet mich lieber nicht auf. Oh, Luna Girl. Hey, wer fliegt denn dieses Teil? Das bin ich. Super gemacht, Gecko. Du hältst deine
sein. Husch! Husch! Ah! Ihr habt es nur gewollt. Sagt auf Wiedersehen zu eurem geliebten Comic-Heft. Nein! Super Katzensprung! Wow! Oh nein, du bist so schwer. Ich kann dich nicht halten. Danke, Gecko. Gern geschehen. Aber ihr habt das Eingangstor weit offen gelassen. Jetzt schaffe ich's doch, Pyjama-Plagegeister. Du hast jemanden vergessen. No! Lass mich raus, du fiese Eidechse! Nicht bevor ich das Eingangstor geschlossen und das Hauptquartier gesichert habe. So, jetzt kann ich dich rauslassen. Ich kann kaum glauben, dass ich von der schniefenden Eidechse besiegt wurde. Auch wenn er wegen dem Superschnupfen drinnen bleiben muss, ist Gecko ein wichtiger Teil des Teams. Na los, Motten. Das nächste Mal haltet ihr mich nicht auf, ihr Pyjama-Party-Pupser. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Keine Sorge, Luna. Jetzt ist Schluss mit der Rache an Romeo. Wir holen deine Motten zurück und retten die Stadt. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Was Besseres hast du nicht drauf als diese mickrige Flugdarbietung? Sag, was du willst. Du ärgerst mich nicht. Okay, tja dann. Piepsiges Federvieh, vorlauter Vogel, tollpatschiger Truthahn. Hey, Eulette, willst du es ihm nicht heimzahlen? Wie schlau! Ah! Bereit für den Start? Ah. Super Gecko-Muskel! Juhu! Hör sofort damit auf! Oh nein! Roboter Hasswasser! Genieß den Rest deines Fluges, Romeo. Wir verschwinden von hier. Ja! Oh, oh, nein! Hab dich! Ha, wie gesagt, du bist die beste Fliegerin aller Zeiten. Meister! Das habe ich gerade erst geputzt. Ich wollte der Schurke der Lüfte sein, nicht der Kapitän eines lecken Labors. Eines Tages werde ich die Lüfte beherrschen. Das hast du toll gemacht, Eulette. Gut geflogen. Danke, Gecko. Ich musste nur cool bleiben und das Richtige tun. Nicht zu fassen, dass er mich so wütend machen konnte. Also hier bleiben und warten. Nicht gerade die aufregendste Mission, aber... Was war das? Die Statue! Ich muss es an New sagen. Aber wie bist du hergekommen? Oh, du siehst traurig aus. Und du bist nur ein armer kleiner Affe. Du bist vielleicht unartig, aber ich wette, ich kann dich dressieren. Oh je, ich darf dir doch nicht den Kopf streicheln. Aber es war ja nur einmal. Gut, so ist es besser. Ups, das hätte ich nicht tun dürfen. Aber das war ja erst der zweite Streichler. Oh nein, das war jetzt das dritte Mal. Ah! Oh, was habe ich getan? Das ist nicht gut. Oh, du bist süß. Anju wird darüber nicht glücklich sein, das steht fest. Aber wenn ich dich dressiere, macht es ihr nichts aus. Wer sagt, du wärst unartig? Na gut, versuch das. Salto! Klasse, du bist richtig lustig. Oh oh, das ist vielleicht keine so gute Idee. Bon
läufst du denn jetzt hin, kleiner Affe? Hey, der kommt mir bekannt vor. Das ist Nacht Ninjas Zauberstab der Stürme. Wow, wow, wow. Hey, was? Wow.